Und nächster Tag, wir frühstücken in der Innenstadt. Das kennt er Nico schon. Ich hoffe nicht aus Paris, weil dann ist es jetzt falsch. Und nachdem wir uns dann das Bauchi vollgeschlagen haben, wollen wir eine Radrunde um Prag rum machen. Rentiert sich sehr, weil die Architektur von innen sehr cool ist. Bilder von früher sind natürlich auch wirklich in jeder Stadt schön zu sehen. Das Wichtigste beim Bauchi vollschlagen ist natürlich das Essen. Hat ein bisschen gedauert, aber dafür ist es jetzt umso größer. Aber es ist auch voll. Ja, ja, voll. Auf den Weg zum Radweg haben wir schon wieder eine Kirche gefunden. Aus der Stadt raus ist erstmal nicht der allerschönste, aber es gibt zumindest die meiste Zeit einen Gehweg. Na, erstes Trailer gefunden, würde ich mal sagen. Ah, da rechts runter, ja, perfekt. Weil wir müssen ja irgendwie nach rechts. Krass, wie neu die Gebäude hier noch alle sind. Adidas unter anderem. Johnson & Johnson. Stimmt, da vorne. So, jetzt ist wieder deutlich ruhiger. Und bergauf. Der Weitblick hier oben war in echt auch wirklich sehr eindrucksvoll. Wieder durch den Herbstwald durch. Ihr seht, Wega gibt es mehr als genug, auch ausreichend Trails, aber es ist trotzdem jetzt nicht die mega Offenbarung. Es sind halt immer so ein paar Höhenmeter, vielleicht mal 100. Und ja, die Stadt ist mega, mega schön und das Außenrum kann man mitnehmen, aber extra zum Biken würde ich jetzt nicht in die Gegend fahren. Das nächste Mal fahren wir einfach die Biertour und trinken einfach mehr Bier unterwegs. Es gibt so einen ganz bekannten Bikeladen dort, der bietet unter anderem die Biertour an. Der hat aber wegen Corona bis 2022 geschlossen. Deswegen gab es keine Biertour für uns. Aha, sich selber nicht trauen. Und abrutschen bitte. Schade, schade. Und dann ging es auch schon wieder bergauf. Man beachte diese Wadeln. Wow. Jetzt sind wir versehentlich bei Dreharbeiten gelandet. Nirgendwo. Mitten im Nirgendwo. Das war schon gruselige Musik. Schau's an. Und nach einem kurzen, durchaus unterhaltsamen Stopp ging es für uns dann auch wieder weiter. Und wenn man sich die Gebäude hier so ansieht, dann kann man durchaus verstehen, dass die da mit gruseliger Musik Dreharbeiten machen. Hier ist auch wieder so ein bisschen wie im Dschungel. Da haben welche Graffitis gemacht und ich denke mal, das ist absolut offiziell, weil die haben einen ordentlichen Aufwand betrieben. Und hier vorne seht ihr auch schon die alten Graffitis davon. Legales Graffiti im Park. Ihr seht, wir sind nicht die einzigen Biker hier. Schon etwas anders wie bei uns.
gedacht habe, hier wären lauter Kirschbäume gewesen. So, Wildschweine gibt es auch zu sehen. In freier Natur. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Auf dem Radweg am Fluss geht es zurück zum Campingplatz. Und so sieht der Campingplatz aus. Ist auch direkt an der Moldau und war ziemlich ruhig und wie gesagt eben relativ zentral.